Die Kiste ist so groß, was wir gerade gezeigt haben. So und so hoch. Da sind eure Klamotten drin. Ja, was meinst du mit Klamotten? Ich würde gerne diese Kisten sehen. Ich glaube euch kein Wort. Eine kleine Kiste mit Klamotten? Normale Durchschnittseuropäer besitzen mehr. Insgesamt 10.000 Dinge. Steffi und Philipp haben einen Bruchteil davon und leben auf der Fläche eines Kinderzimmers. Wie viele Quadratmeter sind es? 14. Tobi verzichtet gleich ganz auf das Haus. Du liebst es, ne? Ich war selten so glücklich, ja. Minimalismus. Wie sieht das eigentlich aus? Aus welchen Gründen geben Menschen fast alles weg, was sie mal hatten? Und was haben sie davon? Wie leben junge Minimalisten in Deutschland? Um das herauszufinden, mache ich mich auf die Reise. 36 Stunden werde ich unterwegs sein und habe immer noch eine stattliche Anzahl von über 40 Gegenständen, die ich mitnehmen werde. Das ist Schlafzeug, Wechselwäsche, was zu trinken, Kalender, Portemonnaie, noch was zu notieren, technisches Equipment, nebst Rechner, ein bisschen Schminkzeug und die Katze bleibt hier. 40 Gegenstände für 36 Stunden. Ich benutze im Schnitt also mehr als einen Gegenstand pro Stunde. Bei Minimalgepäck. Im wahren Leben habe ich abertausende Besitztümer um mich herum, auf die ich permanent zugreifen könnte, wenn ich wollte. Darauf verzichten, bloß weil es nicht nötig ist? Ich besuche Leute, die sich radikal minimalisiert haben. Erster Halt: Mehlmeisel im Fichtelgebirge. Hier werde ich heute in einem Mini-Haus schlafen. Ja? Na, dann gehen wir mal gucken, ob wir Steffi und Philipp finden. Wir müssen ja hier irgendwo wohnen. Von da? Ah, hier, den Weg lang. Auf diesem großen Gelände lebt ein Pärchen zusammen auf engstem Raum. Und das mit voller Absicht. Hallo, hi, ich bin Johanna Steffi. Maria. Hallo, hi. Steffi. Hey, ich bin Philipp. Hi, Philipp. Freut mich, Johanna Maria. Das ist meine Schwester. Ich bin die Lena. Hi, Lena. Das ist die Lexi. Ja, schön, dass wir uns treffen. Und ja. Das ist das kleine Tiny House. Das sind drei Häuser. Ja. Willkommen. Krass. Tiny House. Tiny, winzig. Tiny Häuser haben maximal 20 Quadratmeter. Da ist euer ganzes Hab und Gut drin? Alles? Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad. In Tiny-Häusern ist alles drin. Wenn es nicht gerade renoviert wird, wie das hier. Mein erster Eindruck? Ich stehe in einem Schuhkarton. Wie viele Quadratmeter sind es? 14. 14 und dann nochmal drei dort. Dann 1,5 hier. Hier ist gerade mal Platz für eine Duschkabine, eine Küchenzeile und ein Sofa. Ich lebe auf über dreimal so viel Fläche. Und zwar allein. Wenn ich mir vorstelle, dass ich hier mit meinem Freund wohnen würde, für immer. Also ich meine mal klar, mal für 2 Wochen so. Aber man muss sich gut organisieren können. Die Tiny House Bewegung kommt ursprünglich aus den USA und hat inzwischen auch Europa erreicht. Das Motto: zurück zum Wesentlichen. Weniger ist mehr. Philipp und Steffi leben genau so. Und sie gehen noch einen Schritt weiter. Auf diesem ehemaligen Campingplatz gründen sie gerade die erste Tiny House Community Deutschlands. In 3 Jahren sollen hier 25 Häuschen stehen, in denen 50 Leute ganzjährig leben. Klingt alles super, aber geht ehrlicherweise über meine Vorstellungskraft. Aber jetzt sagt mal bitte, ihr habt einfach auch krass wenig Zeug. Oder wo ist euer Zeug? Also sagen wir es so, wir haben jeder so eine Kiste, die können wir euch zeigen, wenn ihr wollt. Eine Kiste, wo unsere Klamotten drin sind. So. Hä? Die Kiste ist so groß, was er gerade gezeigt hat. So und so hoch. Da sind eure Klamotten drin. Ja, was meinst du mit Klamotten? Ich würde gerne diese Kisten sehen. Ich glaube euch kein Wort. 7 Unterhosen, 7 T-Shirts, 2 Pullover, 2 Hosen. Du musst auch einfach dazu sagen, wir nutzen halt unsere Klamotten. Ja, stimmt. Meine Klamotten liegen die meiste Zeit im Schrank oder warten darauf, gewaschen zu werden. Aber so ist es halt. Oder nicht? Hier sind nämlich die Sachen drin, die da nicht reinkriegen. Boah, guck mal, ist vollgestopft. Vollgestopft. Seh's doch. Oh, das ist die Kiste von Steffi jetzt. Verdammt. Jeder normale Europäer hat 10.000 Gegenstände. Die haben eine Klamottenkiste. Und dieses Mini-Haus gebaut. Ich wiederhole, gebaut. Wow, ist es eine Treppe? Sag, dass es eine Treppe ist. Es ist Regal, Treppe. Es ist eine Treppe. Und Trennwand in einem. Mega. Du kannst gerne hoch. Also das ist die Chill-Out-Area sozusagen. Ist das cool? Ich gebe zu, ich bin geflasht. Ich stehe total auf gemütliche Ecken. Und das Tiny House fühlt sich wirklich an wie ein richtiges Haus. Die Küche ist 2,70 Meter. Wir haben nie eine größere besessen.
Bis auf die Küche haben Philipp und seine Freundin alles hier mit ihren eigenen Händen gebaut. Was soll ich sagen? Es ist wirklich ein Raumwunder. Das sind 1,4 Quadratmeter? Das sind 1,4 Quadratmeter. Das Tiny House ist zu Recht ihr ganzer Stolz und momentan auch die einzige Einnahmequelle. Sie müssen es vermieten, um ihr Leben zu finanzieren. Hier schlafe ich heute Nacht. Finde ich voll gut. Ach nee, wir müssen noch knobeln, ne? Jurek? Nein, schon. Ja? Hatte ich erwähnt, dass ich gemütliche Ecken mag? Dahinter stecken viel Arbeit, Schweiß, Energie und Geld. Allein dieses Häuschen hier hat 30.000 Euro auf der Uhr, plus Arbeitszeit. Steffi und Philipp widmen sich der Verwirklichung ihres Downsize-Dorfes 24/7. Zwei Idealisten, die naturnah und nachhaltig leben wollen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Auch einfach dieser Gemeinschaftsgedanke, sich eben genau solche Dinge zu teilen, die eigentlich total unnötig sind, dass man sie besitzt sozusagen. Ja. Auch Waschmaschine, das nimmt einen ganzen Quadratmeter weg. Das ist bei 16 echt viel. Deswegen haben wir einen Waschraum. Also es entsteht eine große Bibliothek und Videothek. Die Leute müssen sich nicht von ihren Sachen trennen, aber man teilt es miteinander und es nimmt nicht Platz weg im Tiny House. Ihr macht das schon, weil ihr die Welt ein bisschen besser machen wollt. Sagen wir es so, wenn jeder so oder viele so leben würden, das würde auf jeden Fall einiges ändern. Ja. Also wir verbrauchen definitiv weniger Ressourcen. Für den Kauf des Grundstücks haben sie einen hohen Kredit aufgenommen. Das Tiny House Village ist jetzt ihr Zuhause und es muss funktionieren. Ihr Studium haben sie abgebrochen. Im Studium saßen wir dann da. Die Profs waren alle irgendwie so hochnäsige Architekten mit ihren Aktenkoffern. Und die Kommilitonen waren alle so 18, wurden von Mami und Papi durchgefüttert. Und wir mussten uns den Arsch abarbeiten, um irgendwie die Miete zu zahlen für diese Wohnung, die wir gar nicht wollten. Und unser Tiny House haben wir währenddessen auch schon gebaut. Und ja, wir wollten irgendwie halt mehr dann in die Praxis gehen und halt unser Haus weiterbauen, als irgendwie jetzt in der Uni zu sitzen und sich wieder zu fühlen wie 16. Den Tiny House Spirit haben sie von einer Amerika-Reise mitgebracht. Weil Stellplätze für Mini-Häuser in Deutschland so selten sind, aber immer mehr welche brauchen, schaffen sie jetzt Platz für sich und andere Tiny-House-Pioniere. Man muss schon irgendwie ziemlich mutig sein, um sowas zu machen. Ne? Da sage ich immer ganz gerne, ja, ein bisschen bescheuert auch. Volle Konzentration aufs Wesentliche. Und das mit Mitte 20. Viele sagen immer so, oh, in eurem Alter war ich eigentlich nur Party machen und saufen. Und dann sage ich immer, ja, wir haben auch noch schon irgendwo Spaß manchmal. Aber machen halt auch noch andere Sachen nebenbei. Aber das ist auch in Ordnung, solange man für das arbeitet. Für seine eigene Sache arbeitet. Ja, genau. Nicht für jemand anderen. Für seinen Traum. Bei dem Regenwetter am nächsten Morgen beschleicht mich ein klitzekleines Campinggefühl. Ein Schritt nach draußen und man ist nass. Stört aber nicht jeden. Die Hälfte der 25 Stellplätze hier sind schon vergeben. Aber wie schafft man es, seinen Besitz so dramatisch zu reduzieren? Ich bin mit Alina verabredet. Ja. Sie bloggt über Minimalismus. Guten Morgen, Alina. Ich will Dinge um mich haben, die ich entweder brauchen kann, die irgendeine Funktion haben oder die ich einfach haben möchte. Ich nehme sehr stark an, dass die allermeisten Menschen umgeben sind von Sachen, für die sie sich nicht bewusst entschieden haben, sondern die einfach da sind. Du hast einen Blog und mich hat das total fasziniert, weil du da eine Anleitung schreibst, wie man minimalistischer werden kann. Ich glaube, man muss auch nicht so über seine Grenzen gehen. Also einer von den zentralsten Begriffen in dieser ganzen Minimalismusbewegung ist ja diese Achtsamkeit. Das bedeutet einfach nicht nur Besitztümer, sondern in allen Lebensbereichen. Das heißt auch im sozialen Miteinander. Wirklich alles einfach zu überdenken und sich darüber einfach Gedanken zu machen und zu gucken, warum fühle ich mich jetzt gerade so, warum macht es irgendwas mit mir, warum ist es für mich auch schwierig, das jetzt zum Beispiel loszulassen, diesen Gegenstand oder diesen Menschen, warum ist das jetzt für mich so schwierig und daraus auch einfach so zu lernen. Das ist schon echt wie eine kleine Psychotherapie, ne? So die Gegenstände durchgehen in seinem Zimmer und nach aussortieren und sich fragen, ich benutze es nicht, warum will ich es nicht loswerden, warum hänge ich da dran? Aussortieren als psychologischer Vorgang. Klar, allein in meinem Rucksack schleppe ich schon eine ganze Menge Ballast durchs Leben. An manchen Dingen halte ich wegen der Erinnerung fest, andere sind einfach Gewohnheit und ja, einige sind auch Belastung. Das gebe ich zu. Ich möchte eine dritte Meinung zum Minimalismus einholen und fahre nach Leipzig. Jetzt hier volles Kontrastprogramm. Wir sind in Leipzig fast am Messegelände. Gut zu sehen an diesem wunderschönen Emblem da an dem Turm. Irgendwo auf diesem Parkplatz steht das Zuhause von Tobias.
Der ist Ende 20, lebt seit Mai 2017 in einem Auto und hat mich zu sich eingeladen. Hey, Taschen! Ja Mensch, hallo. Na? Das hier war mal ein Rettungswagen, Baujahr 92. Umgebaut zu einer Wohnlandschaft mit einer Fläche von etwa 4 bis 5 Quadratmetern. Genau, also das Haus betritt man ganz klassisch durch die Haustür, genau, dann durch die Diele. Rechts von der Diele befindet sich die Toilette, ist gut getarnt, auch wenn es nicht so aussieht, aber hier verbirgt sich tatsächlich eine vollwertige Toilette drin. Ich habe selten jemanden getroffen, der sich so gefreut hat, irgendwie diese Toilette zu sehen. Aber benutzt du die? Das ist eher so ein Notfallklo, aber für die geistige Ruhe macht es sehr viel, zu wissen, dass man eine Toilette hat. Nach Toilette und Diele kommst du dann hier in die Küche, die Küchenzeile mit 3 Flammen Gasherd, Waschbecken, 50 Liter Frischwassertank haben wir auch, Spülmaschine bin dann meistens ich in der Kombination, ein kleiner Gaskühlschrank. Vor seiner Zeit im Bulli wohnte Tobi in einer WG. 25 Quadratmeter plus Küche und Bad. Alles, was nicht in diesen Wagen passte, hat er verkauft. Ja, man entdeckt ganz viele kleine Tricks irgendwie. Den hier hat mir irgendwer verraten. Und zwar ist das meine Spülmaschine. Das sind 2 Sprühflaschen. Und zwar eine mit ein bisschen Seifenwasser, eine mit klarem Wasser. Und alles, was irgendwie dreckig wurde, wird kurz eingesprüht mit Seifenwasser, kurz eingeweicht. Und dann kannst du es mit dem klaren Abtrocknen spülen und mit Spülschwamm etc., ohne dass du irgendwie jetzt so 10 Liter den Wasser anlaufen lässt, wie du es sonst machst. Und dann hält der Wassertank auch wieder eine Woche länger. Dass quasi in seiner Küche mal Sterbenskranke und Verletzte transportiert wurden, macht ihm nichts. Im Gegenteil, es macht ihm Spaß. Absaugen, was passiert dann? Oh, Hilfe! Was ist das? Das ist der Absauger und der Reinbläser. Und das ist der, aber der ist nicht noch vom... Wir haben hier einen Toten gehabt, vielleicht 3 Stunden lang. Genau, jetzt dafür, genau dafür ist der da. Nein! Wow, voll das Spaceship, okay. Meistens passiert das, was dran steht. Direkt nach der Küche kommen wir dann ins Arbeitszimmer und Esszimmer und alle Zimmer, die irgendwie generell einen Tisch erforderlich machen. Tobis Lebenshaltungskosten liegen unter 600 Euro. Einen Schritt weiter kommen wir dann zum mobilen Ankleidezimmer. Hier ist der Kleiderschrank. Eine billige Art zu leben sieht anders aus, sagt er. Und richtig teuer wird es dann, wenn er in die Autowerkstatt muss. Er finanziert sich übrigens auch aus diesem Bus. Im Sommer verkauft er Hängematten auf Festivals. Über den Winter macht er einen Agenturjob. Natürlich hat er Internet, Solarzellen auf dem Dach und ein Longboard. Und wenn wir dann zum Bett kommen wollen, das machen wir dann mit 2, 3 Handgriffen. Mit dem Wohnmobil ist Tobi komplett unabhängig und das nutzt er auch. Er ist viel in Deutschland unterwegs, wechselt die Orte, wie er Lust hat. 22.000 Kilometer bis jetzt. Sein größtes Glück ist es, keine Pläne machen zu müssen. Dann wird das Bett bezogen. Willst du mal Kinder? Ja, jetzt große Fragen. Für. Ich weiß, aber ich meine, also wie viele Kinder kannst du dir hier vorstellen? Ja, ich glaube, kommt drauf an, wie groß die Kinder sind. Ne? Doch, klar, 2, 3 Mogli-Kinder bis zur Kindergartenpflicht oder so. Ich glaube, weder dem Immunsystem noch den Erfahrungen des Kindes schadet. Du liebst das, ne? Ich war selten so glücklich, ja. Ja, das ist schön. Und was für ein Gefühl ist das außer Glück? Also hat das wirklich was mit Freiheit zu tun? Oder? Das ist, also wie gesagt, diese ganzen Sorgen, die du hast, was mache ich nächste Woche oder so, die hast du halt einfach nicht mehr. Oder einfach dieses, ich wäre gerne nächste Woche da und da, weil du bist es halt einfach, wenn du da sein musst. Ich kann halt wirklich immer das machen, was ich gerade machen möchte. Und wenn ich ausschlafen möchte, dann schlafe ich aus. Ich habe mir im Oktober letzten Jahres geschworen, dass ich mir keinen Wecker mehr stellen will und ich stelle mir keinen Wecker mehr. Und wache jetzt auf, wenn ich aufwache. Und allein das macht, glaube ich, schon glücklich, irgendwie ausgeschlafen zu sein. Ja. Total schön, ey. Und minimieren kannst du auch noch, sagst du? Ja, einiges. Zeigst du mal die Kiste? Ja, ich zeige dir. Die Kiste mit den Sachen, die du lange nicht mehr angefasst hast. Weißt du, wo die ist? Jetzt haben wir alles umgebaut. Aber das Schöne ist, man kommt ja auch immer noch an alles ran. So. Darf ich aufmachen? Klar. Wann hast du diese Kiste eröffnet? Vor 3 Monaten oder so. Aber ich habe im Rahmen der Aufräumaktion auch schon mal wieder leer gemacht. In der Kiste ist Kleinkram. Ein Magnet, eine Farbwechsellampe. Und eine Kopflicht. Ey. Tatsächlich. Kopflicht, Mann. Kopflicht ist... Ja, aber ich habe schon 3 vom Wandern. Und man braucht ja nicht 3. So, deswegen habe ich jetzt eine von einer Freundin von mir geschenkt. Und die brauche ich auch nicht mehr. Siehst du, und das sind jetzt genau die Momente, wo du etwas in der Hand hast und sagst so, ja, brauchen tue ich es nicht, aber ne, haben werde ich schon gern. Dann nimmst du es mit nach Hause und dann liegt es ja bei dir rum. Die größte Gefahr des Buslebens ist die Vereinsamung, sagt Tobi. Deshalb besucht er oft Freunde in ihren WGs. Seinen Abwasch nimmt er heute mit.
Das spart Frischwasser. Und ich beende meine 36-Stunden-Reise. Dieses Minimalismus sieht für alle tatsächlich irgendwie anders aus, ne? Das Einzige, was all die Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, gemeinsam haben, ist, dass sie sich fragen, was will ich wirklich im Leben? Und das ist so konsequent, das dann so umzusetzen, dass alles, was dabei im Wege liegt, einfach rausgeschafft wird. Alles weg, was mich nicht glücklich macht. Das ist beeindruckend. Und ich überlege wirklich, wie mein Minimalismus aussehen könnte in Zukunft. Jetzt hau ich aber erstmal ab. Ich und meinen Rucksack, wir gehen wieder. Na, habt ihr jetzt auch Bock, Gegenstände aus eurem Wohnumfeld zu entfernen, so wie ich? Oder ist Minimalismus eher nichts für euch, weil ihr es vielleicht für eine Modeerscheinung haltet? Achtet ihr bei eurem Konsum darauf, dass er nachhaltig ist? In unserem Partnerkanal Klimansland gibt es einen Typen, der baut einfach direkt alles selbst mit Sachen, die er findet. Das wäre meine Empfehlung an euch. Ansonsten gibt es Fragen und Antworten auf unserem Zweitkanal. Da kommt dann auch das Q&A-Video zu diesem Film. Ich freue mich.